So, willkommen zurück bei Batman! Ja, wir haben jetzt hier schon. Wir haben schon ewig nicht mehr aufgenommen, Batman! Und das liegt einfach. Ja, es liegt wirklich daran, dass ich irgendwie keine Lust auf das Spiel habe. Nein, nicht nur, sondern es ist auch immer wieder eine Fummelei, sich in die Steuerung reinzuspielen. Und deshalb mache ich das immer so ungern. Und deshalb, ja, manche werden es jetzt applaudieren, aber deshalb. Haben jetzt vorgenommen, gerade so Spiele wie Batman oder The Witcher werden jetzt mit etwas längeren Folgen kommen. Das heißt, einmal die Woche und dann jeweils für, ich denke mal, so eine halbe Stunde kriegen wir hin. Und ich hoffe, das klappt auch. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hochkommen. Das ist mein Batarang in die Unendlichkeit und viel weiter. So, wer kriegt denn jetzt auf den Kopf von mir? Hier ist keiner, da ist einer. Komm. Zack, voll in die Achillessehne. Ha! So ist das im Leben. So, warte mal. Da war das alles klar. Ja, nein, ja, komm. Zack. So, ihr habt mich gar nicht gesehen, weil ich bin Batman. Wo war denn X? Da ist X. Nein, das ist kein X. Das ist X. So, sehr gut. So, wir müssen jetzt mal gucken. Ich habe schon, wie gesagt, ewig nicht mehr gespielt. Ne? Also, ihr seht es ja selber. Lag jetzt natürlich an Diablo PTR-Server, dass ich da etwas verhindert war. Und nicht immer gleich andere Spiele mit Let's Playen konnte. Weil Hauptaugenmerk liegt da natürlich auf Diablo. Die meisten Zuschauer von mir sind da ganz heiß drauf. Und da wollte ich natürlich nicht enttäuschen. Das heißt, infolgedessen gibt es dann weniger andere Spiele, Let's Plays, schieß mich tot. Und, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Bam! Sehr gut. Und ja, es ist nicht weiter tragisch, denn wir kriegen das auch so ganz gut hin. Wo müssen wir überhaupt hin jetzt hier? Ist das unser Ziel? Oh toll, da liegen Bälle. Ja, kletter mal da hoch, danke. Gut, müssen wir darüber? Oder wie? Oder was? Was ist denn unser Ziel? Wo war unser komisches Menü da? Finde den Pinguin, sammle die erste SIM-Karte ein, um die Position des Pinguins zu ermitteln. Alles klar, Herr Kommissar. Wo ist das Ziel? Aha, bye. Toll, wie kommen wir darüber? Ach, das ist unsere Betthöhle, so außerhalb, alles klar, gut. Gut zu wissen. Wo müssen wir denn hin? Kann ja nur da sein, ja. Wie kommen wir jetzt da so schnell rüber? Wir sind doch erst hier hingesprungen, oder nicht? Gucken, ob wir hier rein können. Ich brauche die SIM-Karte aus ihrem Walkie-Talkie, um den Pinguin zu finden. Okay. Hier hat doch gerade irgendeiner mit irgendjemandem gequatscht. Kurz hier unser super Blick. Da ist was. Da unten ist ein Signal. Okay, gucken wir mal, ob wir da runterkommen. Und nicht hier irgendwie das tote Ding fallen. Da ist was, alles klar. Gehen wir da mal runter. Da. Was steht da? Sendet und empfängt Daten an und aus Netzwerkumgebung, okay. Na, halt. Halt, so nicht. Ich würde es gerne angreifen. Was diese Relais auch schützen, es ist nichts Gutes. Ich sollte alle zerstören, die ich sehe. Ja, yep. Genau so, Batman. Ich bin so stolz auf dich. Deine Eltern wären stolz auf dich. Wann hast deine Eltern tot waren? Ich weiß gar nicht. War es von Superman? Nee, Superman konnte vom anderen Planeten. Ich glaube, ja. Nee, Spider-Man? Spider-Man? Ich weiß es nicht mehr. Was macht ihr da unten? Egal, wir lassen euch mal in Ruhe. Wir wollen nämlich zu unserem Ziel-Quest, unser Quest-Ziel. Wo haben wir das? Guck mal hier. Guck mal, was denn hier schick ist. Nee. Nee. Nein. Komm, nein. Hör auf damit. Batman, hör auf. Du bist so eine Fledermaus, ey. Die haben es auch bei der Geburt. Echt. Naja, egal. Lassen wir das. So, da müssen wir hin. Ach, guck mal. Hä? Die können wir auch kaputt machen? Ja, so nicht. Nehmen wir unseren Flummerang. Nee. So. Ne, daneben. Nochmal. Nehmen wir den. Gut, klappt ja super. Ach ja. Wir kommen hier super duper voran. Gehen wir mal da hoch. Gucken, was da oben los ist. Da oben waren auch noch ein paar Freaks. Ich habe hier mehrere Meldungen. Schicke sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. Alles klar. Batz! Sehr schön. Komm, hier sind doch noch irgendwo so ein paar Popeleinis.
Und krieg's auch noch weg. Ja, ist er. Komm her. Zeit für ein bisschen Party. Zack. Und zack, voll weg. Ja, so ein bisschen Waffen hier. So. Also wirklich ein bisschen Schlagkraft fehlt mir so ein bisschen halt, ne? So ein bisschen. Also Basie oder hier so ein, was weiß ich, eine schöne Stange, die hier rumliegt. Einfach mal, dass man die auch permanent ein bisschen behält. Nicht immer so nur mit den Fäusten zuschlägt. Das ist alles ein bisschen sehr, ja, eintönig, wie ich finde. Komm mal her, komm mal her. Zack. Bats. Also das ist wirklich cool gemacht, muss ich sagen. Lieber Entwickler. Habt ihr fein gemacht. So, wo müssen wir jetzt hin? Nein. Ich drücke mal die falsche Taste. Verbrechen im Gange, ist mir doch scheißegal. Ich will zum Ziel. Gleich nur zum Ziel, verdammt. Ich will doch zum Ziel. Oh. Ich tu doch nix. Ach, guck mal da. Ach, da kommen wir doch aber her. Ich verstehe es nicht. Komm, springen wir runter da. Batman! Das heißt, wir müssen hier... Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ist nicht dein Ernst. Das kann nicht dein Ernst sein. Ernst August. Ja gut, dann... Verschlüssel, entschlüsseln wir mal eine Runde. Kein Signal geortet. Ja, super. Ach, da hinten ist es. Da. So. Ja. Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich die neue Position triangulieren. Okay, alles klar. Oh, da hinten geht's los. Ha, hoch mit dir, Batman! Ich schwöre, dass es die Fledermaus war. Er hat Ricky vom Dach des Uhrenturms genau in einen Weihnachtsbaum geworfen. Nein, hör auf. Egal, was du glaubst, gesehen zu haben. Wenn du nicht in 10 Minuten mit meinem Geld hier bist, rupfe ich dir die Augäpfelchen raus. Und dann musst du dir lieb wieder ekelhaft übersehen machen. Ist das klar? Ja, Mr. Cobblepot. Tut mir leid, Mr. Cobblepot. Oh, oh, oh. Ja, puh, das war knapp. Was haben wir hier? Oh nein, geh mal hoch da. Da war doch ein grünes Ding. Was war das? Da. Hallo? Ach, lustig. Verschlüsseltes Laufwerk. Es scheint zu einem größeren Satz zu gehören. Wenn ich genug davon sammle, sollte ich die Datei lesen können. Tschüss. Da. Nee, da. Ach komm, jetzt hör auf. Also ich finde das ein bisschen nervig, ne? Hier sind echt so viel Arsch viele Gegner. Die aber, also, ernsthaft, ich würde, selbst wenn ich das ja jetzt nicht als Let's Play machen würde, würde ich mich mit dem nicht mit dem rumprügeln, weil mir das auch zu lange dauert. Ey, überleg mal, von jedem so ein Typ hast du da 3-4 Stück rumstehen pro Gruppe, ne? Und, ey, ganz ehrlich hier, nee, lass mal. Nee. Nein, hätte ich gar keinen Bock drauf. Also, das wird mir viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Man will ein bisschen was von der Story erleben, beziehungsweise ein bisschen mehr Action. Das ist so steril, so leicht, das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Okay, gehen wir mal hier runter. Hallo, Fledermaus ist hier. Ja, das bin ich. Batman! Ja, okay. Wie, du lebst noch? Jetzt nicht mehr. Oh, oh, wow, die haben Granaten, die Drecksäcke. Ja, sicher. Ist das noch ein Problem, oder was? Komm her. So. Ach, du lebst noch. Gut. Alter, kann doch nicht sein hier. Wer schmeißt hier noch Granaten? Wo denn? Alter, jetzt werde ich das scheiße, Leute. Jetzt werde ich das scheiße. Ich gehe wieder. Tschüss. Scheiße, ich muss da ja runter. Fuck it. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Wir haben ja auch noch unseren schicken kleinen Boomerang. Oh, das waren nur die Füße. Okay, noch einen hinterher, weil es so schön war. Oh. Komm. Der steht auf. Batman! Oh nein. Oh nein. In den Kopf! Okay, und... Superman-Sprung.
Also klar, man kann das jetzt auch hier, wie ich gerade gemacht habe, ein bisschen defensiv erledigen. Das heißt, man lässt sie einfach mal hier schön in Ruhe, beziehungsweise macht das dann von oben. Aber ja, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mich für den Gegner irgendwo hinzufliegen. Macht doch gar keinen Sinn. Und auch keinen Spaß vor allem. So, ich soll jetzt wahrscheinlich hier irgendwas entschlüsseln. Wie sieht's aus? Nein, 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 komm hier auf, hör auf. Okay. Batarang. Den hätte ich gern. Gut, hacken wir das Ding mal ganz fix. Unwahr wahrscheinlich. Ne, Unwein. Ich würde sagen, Unwein macht keinen Sinn. Ach, komm schon. Um den Pinguin zu finden, muss ich das Walkie-Talkie finden und seine SIM-Karte hacken. Komm schon. So, wer? Was ist denn noch so für... Geh könnte los hier. Geh mal ein. Komm, gemein. Ach komm, gemein ist doch super Passwort. Geh mal. Und fahr. Alter, was ich doch nur ärgern, oder? Und er. Also das ist schon etwas schwieriger hier. Ach was. Was du nicht sagst. Ach, leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch, leck mir die Füße. Ich werde den Pinguin nie finden, es sei denn, ich hacke die SIM-Karte dieses Walkie-Talkies. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Warte mal, hier geht's runter. Ach, hier, guck mal. Das nächste Walkie-Talkie. Ah ne, ist die SIM-Karte sogar. Ja, lustig. So, auf ein neues. Dann scannen wir die ganze Frequenz nochmal. Ach, das ging ja fix. Gut. Ja, ciao. Na gut, Leute, zugehört. Ich weiß, dass ich die diesjährigen Kesselraumkämpfe nach dem Vorfall am Jezebel Plaza eigentlich abblasen sollte. Aber da bist du, ein netter Kerl. Auf der Final sie offen. Doch statt. Okay, dann auf nach Pinguin! Alles klar? Nee, ist nicht alles klar. Pinguin versteckt sich auf einem alten Schiff. Okay, da hinten ist es. Lass mal ganz schnell hinfliegen. In guter alter Batman-Manier. Bisschen von Spider-Man hier, ne? So, sind wir ja schon fast da. Da hinten ist es. So, da noch. Armatec! Sagt mir gar nichts. Pinguin hat Scharfschützen. Ich muss die Scharfschützen still und heimlich ausschalten. Wo sind die Scharfschützen? Ach da, okay. Ach Gott, sind das viele. Okay, also wir müssen jetzt die verdammten Scharfschützen ausstellen. Da hinten ist einer. Gucken wir, ob wir da so ohne weiteres hinkommen. Da könnten wir eigentlich... Warte mal ganz fix. Unseren Batarang verwenden. Vielleicht klappt's. Schauen wir mal. Gehen wir kurz aus der Kack-Sicht raus. So, jetzt aber. Ach, fast. Kommt nicht an, ne? Müssen wir mal den, den man halt lenken kann. Vielleicht klappt der besser. Rauchbombe brauchen wir nicht. Ich will den anderen haben, verdammt. Jetzt geht nochmal da ganz rüber. Da, genau den will ich haben. Der könnte uns ja etwas weiterhelfen, dass wir den zumindest erstmal ausschalten. Was er sonst nicht sofort sieht. Ja, ist eine etwas längere Reise hier. Muss man mit leben. Ich hoffe, ich treffe auch jetzt.
Zack. Sehr geil. Voll in den Kopf. Okay, und... Was zur Hölle machst du? Du Idiot. Was kannst du denn? So wie Splinter Cell geguckt, oder was? Okay, das war der erste. Da ist der nächste, wenn ich mich nicht irre. Ja, da. Oder? Ist da oben irgendwo einer? Nee. Okay, das sieht super aus. Dann schnappen wir uns jetzt den da drüben. Nee. Wie? Nirgendwo? Okay, da müssen wir ganz fix in den Kopf. Hui, zack. Okay, und hinter. Nee, nee, kein Gleittritt. Wir wollen dahin zu ihm hier. Das glaubt uns doch keine Sau. Lass mich mit dir tanzen, mein Freund. Und. Oh. Zack. Schade, also man kann ihn nicht runterkicken. Das finde ich sehr schade. Da ist echt nochmal Potenzial verschenkt worden, muss man sagen. Ich würde das Ganze nochmal ein bisschen mehr spaßiger machen. Oh, fuck. Das ist er. Komm her, kriegst du weg. Bin noch nicht fertig mit dir. Oh, da hat noch einer irgendeinen Scheiß. Ach, der ist das. Oh, fuck, jetzt hier mit den Maschinenpistolen immer diese coolen Kids. Tschüss. Ich bin weg. Adios, amigos. Okay. Oh, die Hälfte vom Preis. Ja, guck. Oh, oh. Ach, die können es da drin auch schießen. Scheiße. Mehr jemand sagen können hier. Zack. Ach, guck mal, wir fallen in die Tiefe, verdammt. Das war wohl unser... Ach komm, du dickes Ding. Echt schade, dass du tot bist. Ja. Lebendig wärst du... Danke. Also ich wünsche mir auch so eine dicke Knarre. Mann, das ist doch voll scheiße so. Ein voll fettes Ding. Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position... Sind die jetzt alle tot? Nicht euer Ernst, oder? Die sind jetzt nicht alle tot. Das für nein, komm, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die sind ernsthaft alt. Nein. Das macht keinen Sinn. Ist doch das Schiff hier, ne? Ja. Ach nee, muss. Ey, komm, ich muss jetzt nicht nochmal zurück, oder? Das wäre kacke, wenn ich jetzt echt nochmal zurück muss und dann wieder hier. Das ist. Das macht keinen Sinn. Ich bitte dich. Also das ist echt ein bisschen, naja. Oh komm, geh mal da ran. Nein, komm, lass die Leute in Ruhe. Batman, hör auf damit. Boah, Alter, Batman. Würstchen. Nein, nicht, 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 komm hoch mit dir, ja. So, was haben wir hier noch für ein Grüppchen? Hören wir die hier? Dildo-Party oder was? Ah ja. Gucken wir da nochmal hin. Ach, wo sind wir jetzt hier? Warte mal, lass mal gucken. Da hinten ist ein... Ach so, okay. Nein, 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 nein. Da geht's. Da, 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 da. Okay, ist das die nächste oder ist, haben wir echt, gucken nochmal ganz fix. Ja, ne, komm, ist gut. Lass sie einfach abseilen. Dein Ernst? Ach komm. Boah, also Leute. Ich will jetzt hier echt an einen Punkt angekommen, wo ich sage. Wo ich sage, es ist echt, es macht mir keinen Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe, es sah ganz lustig aus, wurde ja auch relativ, okay, es wurde, nein, ich wurde nicht angepriesen. Ich habe gedacht, okay, so schlecht kann es nicht sein. Es ist von Warner Brothers. Schlacht mich, wenn ich falsch liege.
Aber ey, ganz ehrlich, mir fehlt da ein bisschen der Spaß an der Sache. Ich finde es sehr, sehr eintönig nach, ich weiß nicht, mittlerweile 7, 8 Folgen. Ich kann es nicht genau sagen, aber es ist wirklich sehr, sehr eintönig. Und ja, es tut mir echt leid, Leute, aber ich mache sowas auch sehr, sehr ungern. Aber ich werde das Let's Play von Batman jetzt wohl echt abbrechen. Beenden. Es macht mir einfach keinen Spaß. Und es ist so, ich guckt euch an, ihr lauft durch Gotham City, schlagt dieselben Typen, die echt alle gleich aussehen. Das sind alles geklonte Viecher. Und nee, das, also die haben, klar, die haben dann Knarren und wir müssen uns mit der Hand wehren. Wir sind halt Batman, ne? Obwohl Batman da auch Knarren, oder sind wir immer noch zu doof und haben die noch nicht gefunden, man weiß es nicht. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, hier noch 30 Stunden zu spielen, um eine Waffe zu kriegen, falls es eine gibt. Und andererseits bereitet mir das echt keinen Spaß. Und dementsprechend, sorry Leute, wenn ich euch enttäuscht haben sollte, weil ich so viel Fans hat, das Let's Play, glaube gerade eh nicht von Batman. Ihr könnt mich gerne auch mal versuchen, in den Kommentaren zu überreden. Wenn es da keine Kommentare gibt, dann weiß ich, okay, war die richtige Entscheidung. Weil es ist echt sehr, sehr mühselig, wie ich finde. Und somit verabschiede ich mich von euch. Und ja, bis zum nächsten Let's Play. Wahrscheinlich nicht mehr Batman. Es macht mir einfach keinen Spaß. Es tut mir so leid. Nein, man muss auch... es macht ja auch euch dann keinen Spaß, weil es ist für mich stinkend langweilig. Und das merkt man auch im Let's Play. Und das soll es nicht sein. Da habt ihr Besseres verdient, Leute. Und somit, ich gebe zurück ins Studio. Welches Studio, verdammt. Egal. Tschüss.